Willkommen zurück zu meinem Let's Play Mass Effect 3. Ich war mal so frei und habe mich gleich zum Galaxiekarte begeben, damit wir nicht immer ein paar Minuten verplempern, um hier sinnlos rumzulaufen. Und dann gehen wir gleich in die nächste Mission ohne viel Umschweife und schauen mal, was wir denn so alles machen könnten. Und da ist das Massenportal, okay. So, jetzt gibt es hier eine Mission. Cerberus-Wissenschaftler. Sonst blinkt nichts, außer die Quarianer hinten. Ich würde mal sagen, machen wir einfach mal diese kleinen Nebenquests da. Das wird wahrscheinlich jetzt auf so ein Wellenabwehr-Cerberus-Ding wieder hinauslaufen. Wie es meistens der Fall ist. So, dann landen wir da mal. Und schauen mal, wen wir denn mitnehmen. Ashley wäre eigentlich schon immer ganz cool. Era ist eigentlich immer ein super Kandidat. Die sind immer top im Team. Ashley oder James? Immer mal. Lyra und James war eigentlich so ein Team, das hat mir echt immer getaugt. Das war immer voll in Ordnung. Warum denn nicht das beibehalten, was gut funktioniert? Das ist doch in der Regel immer gut. Da ist eine neue Waffe verfügbar. Die Hornet. Die Hornet. Okay. Aber die ist nicht gelevelt. Deswegen nehme ich die Tempest Level 5. Das passt schon so. Wie sieht's aus? Wie lange sitzen die Wissenschaftler hier schon fest? Wir haben kaum Infos. Ma'am, ich empfange Funkverkehr von Cerberus-Männern, die das Depot angreifen. Die Wissenschaftler angreifen? Und so wie es sich anhört, sind noch weitere Soldaten unterwegs. Setzen Sie uns ab und verschwinden Sie. Ich brauche diese Wissenschaftler lebend. Ja, wen haben wir denn da? Wenn das nicht der gute alte Jacob ist. Oder wäre es jetzt fast sinnvoll gewesen, einen Außenposten. Schon gut, Ashley dabei zu haben. Was haben diese Leute getan, um so eine Aktion zu rechtfertigen? Oh Gott, was war denn das? Da hinten sind noch mehr. Nee, das sind eben die, die hier attackiert werden, dann sind da unten noch irgendwelche Cerberus-Truppen oder was? Oh, da oben. Ist schon gut. Attacke. Vielleicht können wir die Kerle von der Flanke nehmen. Versuchen wir's. James? Aber sicher, Commander.
Attacke. So. Also solange das nur normale Soldaten bleiben, ist es ja total easy. Und da ist auch schon eine Wache. Zu früh gefreut. Alles gesichert. Okay. Suche nach Überlebenden. Saubere Angelegenheit. Wenn auch manche Flächen hier nicht so sauber sind nach solchen Zwischenfällen hier. Schauen wir mal, was wir leveln können. Oh, 4 Punkte. Dann warte ich jetzt. Dann lasse ich die jetzt mal auflaufen. Ja, wer ist da, Jacob? Jacob, wie schlimm? Ich werde es überleben. Glaube ich. Hier ist Commander Shepard von der Allianz. Keine Feinde im Augenblick. Öffnen Sie die Tür. Ist Jacob da? Es ist okay, Bryn. Jacob! Oh mein Gott! Mir geht's gut, aber die anderen sind tot. Was machen Sie hier? Ich soll diese Leute vor dem Unbekannten und seinen Kampfhunden beschützen. Sind sie weg? Im Moment schon, aber sie kommen wieder. Sind sie wirklich okay? Ja, das geht schon. Wenn sie mich nochmal retten, bin ich ihnen langsam was schuldig. Diesmal geht's aufs Haus. Hey, auch schön, Sie zu sehen. Danke, auch an Sie. Shepard, das ist Dr. Bryn Cole. Sie hat hier das Sagen. Was geht hier vor? Unseren Informationen nach gehören Sie zu Cerberus. Wir sind Ex-Cerberus, größtenteils Wissenschaftler. Zivilisten? Sagen wir Flüchtlinge. Wären wir nicht weggelaufen, wären wir jetzt tot. Warum will der Unbekannte Sie töten? Unsere Geschichten haben in etwa dasselbe Thema. Wir haben mit Daten von der Kollektorenbasis an diversen Komponenten einer höheren Technologie gearbeitet. Sobald jemand mit seiner Komponente fertig war, ist er verschwunden. Keine Leiche. Nur verschwunden. Bei jedem Fortschritt dachten wir würden gegenseitig unsere Todesurteile unterzeichnen. Der Unbekannte spaßt nicht. Was er nicht kontrollieren kann, vernichtet er. Dieser Brain Trust muss ein herber Verlust für ihn sein. Sie mussten doch wissen, dass man sie findet. Wir sind eine ziemlich schlaue Gruppe. Wir hatten uns abgesichert. Aber der Unbekannte ist ein beharrlicher Mistkerl. Evakuieren, los. Ja, ich muss nur die Flugabwehrgeschütze auf dem Dach wieder online kriegen. Cerberus stört sie. Ohne diese Geschütze bläst Cerberus unsere Rettungsshuttles einfach vom Himmel. Könnte am Netzwerklink liegen. Ich check das. Wir treffen uns oben. Jacob, jemand muss sich die Wunde ansehen. Ja, ja, das wird schon. Ich muss nach meinen Leuten sehen, Commander. Kommen Sie rauf, sobald Sie können. Ist dieser Jacob ein alter Freund von Ihnen? Er hat mir geholfen. Ihr Partner war tapfer. Er würde nicht wollen, dass Sie so zusammenbrechen. Sie hat recht. Wir bringen Sie lebend hier raus. Das verspreche ich. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Private Nachricht von Horace an Bryn. Bryn, das gefällt mir nicht. Ich konnte einen Blick auf die Forschung der anderen werfen und mir bietet sich ein Blick auf das Gesamtbild, der alles übersteigt, was wir uns hier hätten vorstellen können. Nicht in unseren schlimmsten Albträumen. Ich werde anfangen, meine Arbeit selbst zu sabotieren. So schlimm ist es. Wir müssen so schnell wie möglich darüber reden. H. Commander Shepard, ich habe von Ihnen gehört. Noch ein Cerberus-Überläufer, wie es scheint. Etwas in der Art. Dr. Gavin Archer, wir haben wohl beide den Unbekannten hintergangen, jeder auf seine Art. Wie sind Sie hierher gekommen? Meine Forschung für Cerberus hat vielen Leuten geschadet.
Ich habe Dinge getan, die kein Mensch tun sollte. Da war ich also, mit Blut an den Händen. Blut, das ich nie abwaschen konnte. Dem Unbekannten war das egal. Er sagte, unser Ziel sei größer als jedes Opfer, das wir bringen müssten. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Opferung und Mord. Also hat der Unbekannte Ihre Kündigung nicht angenommen? Für einen Mann, der gerne Vorträge über die Grautöne der Moral hält, ist sein Weltbild ziemlich schwarz-weiß, sobald es um Gehorsam geht. Entweder du machst mit, oder du stirbst. Was für eine Arbeit haben Sie für Cerberus gemacht? Es nannte sich Projekt Overlord, ein Experiment, um gewaltlose Methoden zu finden. Zur Kontrolle der Geth. Das scheint gar keine schlechte Idee zu sein. Ja, aber wie alles, was der Unbekannte anfasst, wurde auch meine Arbeit in gewisser Weise korrumpiert. Nur so viel, es nahm kein gutes Ende. Was ist schiefgegangen? Das war purer Zufall, leider. Die Geth reagierten nicht auf meine Versuche, mit ihnen zu kommunizieren. Bis mein jüngerer Bruder David einen Durchbruch erzielte. Er war Autist, mit mathematischer Inselbegabung. Er beherrschte in kürzester Zeit die Sprache der Geth und kommunizierte mit ihnen. Das heißt also, er konnte direkt mit den Geth sprechen? Zunächst nur rudimentär. Und deshalb beschloss ich, den nächsten Schritt zu gehen. Ich schloss David direkt an ihr Netzwerk an. Es kam zur Reizüberflutung. Kein Gehirn, nicht einmal das eines Genies, kann diese Informationsmenge verarbeiten. Es trieb ihn in den Wahnsinn. Hat David das freiwillig gemacht? Der Unbekannte wollte Ergebnisse und ich wollte ihn zufriedenstellen. Zuerst schien es harmlos zu sein. Sie haben Ihren eigenen Bruder dazu gezwungen? Glauben Sie mir, ich durchlebe diesen Albtraum jede Nacht. Er drehte durch. Sein Geist wurde zu einem Computervirus und infizierte unsere sämtlichen Systeme. Er tötete Dutzende Labormitarbeiter. Am Ende mussten wir über der Basis Nuklearwaffen zünden, um den Amoklauf zu beenden. Das ist alles, Doktor. Ich weiß zu schätzen, dass Sie uns helfen, hier rauszukommen, Commander. So. Okay, da kann man sich neu ausrüsten, ist nicht nötig. Die Proben vom Projekt Mia müssen mit dem zweiten Shuttle rausgehen. Ich habe schon eine Kiste fallen lassen, weil meine Hände so stark gezittert haben. Wir werden es schaffen. Wie ist der Status der Geschütze? Ist noch nicht so weit. Meine besten Leute arbeiten daran. Wie viele Wissenschaftler? 43 plus Forschungsassistenten. Wie konnten Sie es bei so vielen geheim halten? Wer um sein Leben fürchtet, ist zu vielem imstande. Brynn, ich kann die Komponenten für die genetische Verstärkung unmöglich rechtzeitig abbauen. Tut mir leid, Doktor. Die Arbeit ist wichtig, aber Sie müssen sich um Ihre Familie kümmern. Moment, hier gibt's Familien? Kinder? Heilige Scheiße. Die haben also ihre Angehörigen mitgebracht? Ja, wir haben hier 17 Kinder. Partner, Ehepaare, Eltern. Ich habe diesen Leuten eine Zuflucht versprochen. Ein neues Leben ohne Cerberus. Ich hatte nur nie gedacht, dass der Unbekannte... Darauf baut das Böse, dass die Guten sich's nicht vorstellen können. Okay. Alle, die noch da sind, kommen hier lebend raus. Diese Flucht muss präzise durchgeführt werden. Ich hatte gehofft. Wir haben alles versucht, um das hier zu vermeiden. Wie sieht's aus? Weiß nicht. Von hier kann ich's nicht reparieren. Ich gehe aufs Dach. Da ist gerade ein Cerberus-Shuttle gelandet. Sind Sie dabei? Sie sind verletzt, Jacob. Ich kümmere mich um die Geschütze. Niemals. Das sind meine Leute. Ich gehe. Nach einer geglückten Selbstmordmission kriegen Sie nicht gleich eine zweite. Okay. Ich lotse Sie von hier aus durch. Cerberus stört wahrscheinlich den Satellitenlink. Sagen Sie, wenn Sie die Steuerung gefunden haben, dann gebe ich Ihnen den Code. Alles klar. Okay.
Dr. Cole, haben Sie kurz Zeit? Natürlich. Wie ist Ihre Beziehung zu Jacob? Wir haben viel erlebt. Ein alter Kollege von ihm hat uns vorgestellt. Durch Jacobs Augen habe ich erkannt, was aus dem Unbekannten geworden ist. Ich war so in meine Arbeit verliebt, dass ich das Offensichtliche nicht sehen wollte. Mein Geldgeber war korrupt. Verstehe. Darum ist es auch wichtig, sich mit guten Menschen zu umgeben. Ich weiß nicht, was wir ohne ihn getan hätten. Was war eigentlich Ihr Job bei Cerberus? Ich war Physikerin, bis der Unbekannte sich auf die Kollektoren fixiert hat. Es war ein Paradies für Forscher. Ich hatte die modernste Technik und so viel Personal, wie ich brauchte. Für technische Perfektion ist dem Unbekannten nichts zu teuer. Diese Perfektion hat mich schon ein paar Mal fast umgebracht. Und ihr Leben gerettet. Komisch daran zu denken, nehme ich an. Mag sein. Andererseits, das Leben steckt voller Ironie. Für jeden, oder nicht? Wie sind Sie entkommen? Ich war eine loyale, langjährige Angestellte mit Freiheiten. Als der vierte Kollege verschwand, kamen wir zusammen und waren wenige Tage später weg. Und bisher hat Cerberus nie vermutet, dass Sie direkt vor seiner Nase sitzen. Wir dachten wirklich, wir hätten alles bedacht. Wie demütigend. Welche Arbeit von Ihnen will Cerberus unbedingt haben? Sie basiert auf Tech von den Kollektoren. Im Grunde geht es um die Kommunikation von Reaper zu Kollektor. Dr. Horace Armstrong und ich arbeiteten an einer Praxisanwendung, einer Art Implantat. Kaum hatte er seine Komponente fertiggestellt und arbeitete an etwas anderem, verschwand er. Danke, Dr. Cole. Dann lasse ich Sie mal weiterpacken. Nochmals danke für alles, was Sie für uns tun. So, dann looten wir hier mal wieder Kram und wir haben eine Nachricht. Persönliche Logs. Bryn Cole, wir konnten mit Jacobs Hilfe bestätigen, dass mehrere unserer Kollegen in Wirklichkeit ermordet wurden. Vertrag aufgehoben, heißt es bei Cerberus. Makeda, Scott, Daniel, June Hay, Annika und viele andere, von denen ich nicht einmal wusste. Sie sind alle fort, spurlos verschwunden, einfach so. Wir hätten früher gehen sollen. Ich weiß gar nicht, warum wir so lange gewartet haben. Und ich erinnere mich nicht daran, was so wichtig schien, auch nur einen Tag länger zu bleiben. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ja, was hast du dir nur dabei gedacht? Ich habe mir dabei gedacht, dass ich jetzt erstmal alles loote, was man hier looten kann. Und dann werde ich meine Aufgabe auf dem Dach erfüllen. Außenbericht, Außenpostenbericht. Jacob Taylor, Außenposten zu 48% betriebsbereit. Wir haben einige der Lagerräume um den Zentralkern zu Unterkünften umfunktioniert, um Energie zu sparen. Die äußeren Bereiche sind alle stillgelegt, was uns eine Pufferzone geben müsste, falls Cerberus-Agenten uns aufspüren. Die Geschütze funktionieren, aber ich weiß nicht, wie gut sie geschützt sind. Ich werde versuchen, auf dem Schwarzmarkt Schilde dafür zu finden. Hey, sind Sie okay? Warten Sie kurz. Verrückt. Ich hätte nicht gedacht, Sie je wiederzusehen. Das Gefühl kenne ich. Wie sind Sie zum Söldner geworden? Lange Geschichte. Ein Angebot von Leuten, die mir was bedeuten. Ich konnte nicht ablehnen. Nichts ist wichtiger, als einen Weg zu finden, die Reaper zu besiegen. Diese Leute sind wichtig. Ihre Ideale, ihr Wissen. Jemand muss für sie kämpfen. Irgendwie eine Verschwendung ihrer Talente. Klingt wie ein Kompliment. Wie lange kennen Sie Bryn? Wir trafen uns über einen gemeinsamen Freund in der Mumbai-Zelle. Ist ein Jahr her. Hatten viel gemeinsam. Dann kam sie wegen ihrer vermissten Kollegen zu mir. Wollte meinen Schutz, meine Hilfe, eine Zuflucht finden. Konnte ich Nein sagen? Was ist sie für Sie? Wir sind zusammen. Sie leiten zusammen diese Enklave. Werden Sie sesshaft, Jacob? Ja, vielleicht. Es ist nur... Wenn das unsere letzten Tage sind, möchte ich bis zum Schluss diese Leute beschützen. Ein Leben aufbauen, was immer davon übrig ist. Sollte ich irgendwas über Cerberus wissen? Der Unbekannte war besessen von der Indoktrination. Das ist klar. Haben Sie sich je gefragt, was da schief ging? War ich so blind? Ich hielt ihn für einen Idealisten. Warum konnte ich das Böse nicht sehen? Werfen Sie sich nichts vor. Und wenn Sie die Kristallkugel zum Laufen bringen, sagen Sie Bescheid. Ich möchte gern wissen, wie es hier ausgeht. Mach ich. Was ist passiert, Jacob? Warum arbeiten Sie an einem Ort wie diesem? Nach unserer Rückkehr
Naja, wenn man eine Selbstmordmission überlebt, sieht vieles anders aus. Ich habe Cerberus verlassen, alles aufgegeben und war eine Weile am Mittelmeer. Hab sie aus den Augen verloren. Und was haben Sie beim Meditieren an der frischen Luft gelernt? Dass ich nur für Dinge kämpfen sollte, die mir etwas bedeuten, die mir am Herzen liegen. Wir könnten Sie brauchen. Verlockend, Shepard, aber es gefällt mir, wo ich bin. Ich bin wichtig für diese Leute. Ich will ein Leben. Ich will eine Familie. Alles klar, versteh schon. Nein, Shepard, die Normandy ist ihre wahre Liebe. Manchmal möchte ich sie schon gern zum Teufel schicken. Nein, das können sie nicht. Was ich tun muss, ist, die Leute hier rauszubringen. Stimmt. Gehen wir es an. Okay. Hätten wir das auch? Ich will nicht für die Rettung dieser Daten sterben. Ich mach das schon. Ich säubere. Dann geht's. Irgendein Gift. Speziell für Turianer. Ich sagte doch, wir hätten zur Zuflucht gehen sollen. Diese Zivilisten hatten keinerlei Chance, da lebend rauszukommen. Der Unbekannte will diese Leute unbedingt haben. Wir gehen jetzt aufs Dach und dann wird's da wahrscheinlich fett Action geben. Waffe ist schon gezogen. Oh, die Carnifex. Ich mag die Carnifex. Aber erst, wenn sie aufgelevelt ist. Vor uns. So, ist er down? Okay, okay. Pass auf. Sind die jetzt einfach abgehauen oder was? Was ist denn los mit denen? Pissen sich einfach. Ich muss in Deckung gehen, das ist schon klar. So. Wo haben wir noch Gegner? Da. Ja. Ist schon recht. So. Down. Wartet. Oh, da hat es irgendwie voll zerfetzt. Okay. Ich werde mal Überlastung auf das Geschütz einsetzen. Dann ist es nämlich gleich down. Und tschüss. Sind hier alle down oder was? Das ist ja voll lame. Ja, ich komme wirklich sehr gut mit Cerberus klar momentan. Das finde ich gerade ganz gut. Okay, nächstes Ziel, Satellitenturm. Dass die mir da schon mal keine Probleme mehr machen. Jacob, die Schüssel müsste jetzt wieder online sein. Korrekt, aber die Geschütze sind es immer noch nicht. Sie müssen sie manuell aktivieren. Gehen Sie zurück zur Vorderseite der Anlage. Okay, dann muss ich mich jetzt wohl hier durchkämpfen.
Und down. Das hat richtig gesplattert. Shuttles über uns! Sie fliegen von oben ein! Oh, ich habe wieder Granaten, cool. Down. Ich müsste fast mal schauen, dass ich auf jeden Fall eine down? Ja, es scheint so. Gute Arbeit, James. Komm, geh drauf jetzt, du Granate. Oh Gott, das wird ja mal gar nichts hier gerade. Ich muss irgendwie nach oben zielen. So. Ist besser. Oh Gott, nachladen. Down. Und der rollt sich auch weg, dann hat sein dann ist sein Kopf kaputt. Hier für dich, Warp. Und Kopf kaputt. So. Down. Gut, ich denke, das klappt ganz gut. So, was können wir denn noch machen? Wir könnten den hier machen. Jawohl. Nein, kann ich... Oh Gott. So. Haben wir irgendwo Munition? Ich meine, da lag doch gerade was. Hier haben wir Munition. Ach, benutzen die diese Geschütze jetzt gegen uns oder was? Was soll denn der Scheiß? Okay, dann müssen wir da wohl jetzt hochklettern. Wir müssen darauf und die so. Flugabwehrgeschütze manuell aktivieren. Ich habe jetzt erstmal den Typen hier geheadshottet. Kommen da Gegner raus, wenn ich da vorlaufe? Oder was passiert hier? Okay, ich kann da scheinbar einfach hoch. Dann mache ich das. Oh. Was soll der Kack? Okay, dann gehe ich halt hier hoch. Und da müsste doch auch eins dieser Geschütze sein, das ich brauche. Energieversorgung wiederhergestellt. Geschütz 1 neu gestartet. Schaltkreis unvollständig. Jawohl, jetzt muss ich darüber. Das andere Geschütz ist noch deaktiviert. Wir müssen darüber. Bin dabei. Kommt hier kein Gegner mehr? Doch, ich höre doch hier gerade den Cerberus Shuttle herfliegen, oder? Sehe ich das falsch? Ich scheine das wohl falsch gehört zu haben. Einer von uns muss die Reparaturen durchführen. James, Sie reparieren. Sofort. Konzentration, Liam. So. Nur Sie und ich. Aber sicher, Shepard. Das ist easy, weil Liara ist übelst nice. Und ich komme mit der Sniper hier schon klar. Oh nein, da ist so ein Ninja-Typ. Ich hasse die Typen. Ich arbeite dran. So.
down. Oh Gott. Lyra, ich glaube, du musst die mal kurz... Ich muss die mal kurz mit Überlastung irgendwie stoppen. Dass die hier mir nicht enorm auf den Sack geht. Oh mein Gott. Warte, ich heile Lyra. Oh Scheiße. Ja, wartet mal, Leute. Ich muss hier mal in Deckung und dann muss ich Lyra auch heilen noch. So. Nein, was ist denn hier los? So, down. Nein, Hilfe! Okay, ich muss das irgendwie machen jetzt. Nein! Oh, komm, fuck. Ja, das ist irgendwie blöd angegangen, aber jetzt weiß ich, was für Gegner kommen. Jetzt schaffe ich schon. Einer von uns muss die Reparaturen durchführen. Ja, James auswählen, das passt schon. Sofort! Weil ich brauche die Stase von Lyra für die Ninja-Frau, die ist auf jeden Fall wichtig. So, ich schalte die ersten gleich mal aus da vorne. Dass die schon gar nicht erst mit nach vorne kommen. Ich arbeite dran. So. Okay. So. Schaff mal das jetzt, sie zu killen. Shit. Geil, ey. Down. Okay, ich bin fertig, verdammt. Okay, sehr schön. Die Geschütze hoch. Alles klar, wird gemacht. Sehr gut. Gefällt mir. Energieversorgung wiederhergestellt. Schaltkreis neu gestartet. Geschütze einsatzbereit. Shepard, Flugabwehrgeschütze wieder online. Verstanden.
Bringen wir diese Leute hier raus. So, fertig oder was? Sehr schön. Okay, die Geschütze holen bereits Cerberus-Schiffe vom Himmel. Wie stehen wir? Alles im Plan. Im ersten Shuttle sitzen bereits alle unter 16 Jahren. Commander, wann sollen wir hier weg? Wann haben wir die besten Überlebenschancen? Jacob, was meinen Sie? Sind wir bereit? Fast. Wir könnten weg. Aber es gibt keinen zweiten Durchgang. Richtig, wir haben einen Versuch. Und wir wollen nichts zurücklassen, das dem Unbekannten irgendwie nützlich sein könnte. Sie entscheiden. Okay, dann sollen die Shuttles starten. Evakuierung eingeleitet. Evakuierung eingeleitet. Bereithalten für Shuttle-Start. Die Geschütze sollen ein Loch stanzen und dann starten sie Shuttle 1. Jawohl. Alle hier begeben sich zur Shuttlebucht und... Selbstmordpilot hat ein Geschütz zerstört! Cerberus-Truppen sind... Oh shit! Bringen Sie die Leute hier weg! Das war's wohl doch noch nicht. Gut. Auch recht, die Arschgeigen. Kommen noch irgendwo Gegner? Shepard, die Shuttles sind beladen. Wir brauchen sie in der Landezone, um den Start zu sichern. Wir treffen uns dort. Ja, sie erst bin die dabei. Shuttle hoch, damit wir die Tür öffnen können. Begeben Sie sich dann raus zum Landeplatz. Verstanden. So. Down. Jacob, rauf mit der Haupttür. Verstanden, Shepard. Wird gemacht. Okay, bringen wir diese Leute hier raus. Es geht los. So. Oh Gott, wie ich halt nicht treffe. Alter, warum hat der Penner ein scheiß Schild? Was soll der Kack? Wird er halt so gekillt, auch recht. So, down. Feindliche Shuttles auf den Landeplätzen über uns! Hab sie! Beziehe Stellung! Wollt ihr mich verarschen? Sackgesicht! Verreck jetzt! Okay, so. Jacob, bitte komm. Wie ist Ihr Status? Shepard, die Anlage wird überrannt. Die Cerberus-Truppen sind überall. Okay, ich heile mal gerade. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass einer gekillt wurde hier. Wir schaffen das. Wir müssen sie nur noch ein klein wenig länger aufhalten.
Das hat eine gewisse Bundeskanzlerin auch gesagt und jetzt haben wir das Dilemma. Ja, komm vor aus deinem Scheiß. Aus deiner Scheißdeckung. Jetzt habe ich gar keine Munition mehr. Das ist suboptimal. Ich muss mal gerade Munition suchen. Oh fuck, was ist hier los? Da vorne liegt Munition, aber da komme ich jetzt nicht einfach so hin. Ohne voll auf die Fresse zu kriegen. Ja, eben. Wow, yeah. Die Schalten Sie den Schildgenerator aus. Die Singularität war super. Zivilist. Shepard, Achtung! Wir werden überrannt! Wir müssen weg! Bin mit dem Shuttle zu Ihnen unterwegs! Oh, ein Atlas. Natürlich beenden wir keine Cerberus-Mission ohne einen Atlas. Hätte mich ja fast schon gelangweilt, wenn kein Atlas gekommen wäre. Aber mit denen habe ich ja mittlerweile schon gar keine Probleme mehr. Wir kriegen hier ein paar von denen hier und denen hier. Und dann ist das Schild schneller unten, als die Typen gucken können. Überlastung. So, schon ist das Schild schon mal unten. Wir können den Typen hier seine Panzerung zerbomben. Wo war's da schon oder was? Und den Techniker auch gleich noch Gehirn matscht und dann ist alles in Ordnung. Sind wir fertig? Würde mich nicht wundern. Ja, wir sind fertig. Easy going. Ich bringe das Shuttle zu Ihnen. Verstanden. Tust du das? Boah, wie viele halt einfach. Das ist wieder das Klontruppler-Syndrom. 1000 Typen können es nicht schaffen, 5 zu töten. Schön, Sie wieder in Aktion zu sehen. Ja, fühle mich gut. Ich hatte befürchtet, wir bringen niemanden lebend raus, aber dank Ihnen haben wir es bei fast allen geschafft. Danke. Dr. Cole, ich habe eine Bitte und Sie können sie mir nicht verweigern. Ich brauche Ihre Hilfe gegen die Reaper. Ich stehe natürlich zu Ihrer Verfügung. Und Sie können sich ja auch auf die anderen zählen. Sie auch, Jacob. Ich brauche Sie. Natürlich, aber ich möchte bei diesen Leuten bleiben. Passen Sie gut auf sie auf. Die Allianz braucht diesen Tiegel. Geht klar. Gut, melden Sie sich bei Admiral Hackett wegen Ihres Auftrags. Ich habe noch nie jemanden wie Sie getroffen, Commander. Ich fühle mich besser, nur weil Sie auf unserer Seite sind. Danke. Shepard, wenn das alles vorbei ist, gebe ich einen aus. Passen Sie auf sich auf. Ich nehme dich beim Wort. Und wehe, das Spiel implementiert das nicht. Hackett hier. Ich schicke ein größeres Wissenschaftsteam. Ich habe das Dossier. Alle Cerberus-Überläufer. Passen Sie auf sie auf. Das werde ich. Sie können gleich am Tiegel mitarbeiten. Jacob Taylor ist bei Ihnen und sucht bereits einen Platz für die Familie. Auch er ist von großem Wert für uns.
Dem unbekannten Dr. Cole abzujagen ist wirklich ein Coup. Sie ist ein großer Gewinn für uns. Je früher der Tegel fertig ist, desto besser werde ich mich fühlen. Und ich erst. Shepard, Ende. So, und dann sind wir hier mal wieder angelangt bei unserem netten Endscreen. Und dann haben wir ja mal wieder was richtig Tolles für diesen Krieg beigetragen. Wir haben Wissenschaftler rekrutiert, wir haben einen alten Freund getroffen und wir haben mal wieder in Cerberus Asche getreten. Ich denke, das ist eine gute Bilanz und damit können wir beruhigt in den nächsten Part starten. Aber bis dahin sage ich erstmal ciao und bis zum nächsten Mal.